Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ark Survival Wolf. Und wir sind wieder hier und versuchen gerade die Baufehler zu korrigieren, die wir letztens gemacht haben. So, wir brauchen jetzt noch mehr von den von denen hier. Clay müsste in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht worden sein eigentlich. Boah, ich komme hier echt in Color von den ganzen Wendeltreppen laufen. Ja, wir haben gar keinen Clay hergestellt in der Zeit. Super! Das kann man ein klassisches Fail nennen. Ja, ja. Und ich habe mir sowas überlegt, wir könnten auch ganz einfach wir könnten auch ganz einfach eigentlich einen Drachen dann versuchen zu zähmen. Ich habe eine super Idee. Das einzige Ding ist, wir müssen da runter gehen, das Ei klauen, und dann kann man, wenn wir es zu zweit machen, mit dem Singleplayer einen kleinen Trick anwenden. Nur leider passt jetzt zurzeit nicht da. Ich werde ihn dann später Folge nochmal zuholen, wenn ich soweit bin. Ja, weil ich habe mir so Gedanken gemacht, wie das funktionieren könnte dann. So, also. Jetzt haben wir Sand geholt, also wir können jetzt hier wieder Lehm herstellen. So. Okay, einmal für ein Tor reicht's. Muss vorerst auch reichen. Dann schauen wir mal, wie es aussieht mit weiteren. Mal kurz schauen. Wie kann ich hier. So, innen muss es sein, genau. Weil wir haben, wie gesagt, sonst ein Problem. Ich sage es euch gleich. Ich kann jetzt die Wand setzen. Und die Wand setze ich halt entsprechend hier oben, wie es unten gebaut ist. Sonst haben wir plötzlich dann ein Problem, dass wir... Ja, ihr könnt es vorstellen, dass wir hier den Durchgang haben. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen in dem Fall müssen wir hier wieder eine Tür machen. Das heißt, es gibt einen Raum mit... Es wird irgendwie das Ganze ein bisschen lustig hier, also. Aber anders können wir es nicht bauen, wir müssen es so bauen. Was fehlt uns denn jetzt für weitere Türen? Wahrscheinlich Clay, ja. So. So. Wisst ihr wieder, was an Clay ja da sein? 7. So, okay. Mal hoch. Halt. So hoch, so weit hoch muss ich gar nicht. So, okay, dann bauen wir mal hier die Wand. 9. So, das war ja kein Problem. Dann 7. So. Und eine einzige Wand geht, okay. So. Genau, dann können wir hier die Treppe hoch. Sieht episch, aber es wird auch extrem viel Zeit dauern, bis wir das alles gebaut haben hier. Gut, ich würde sagen, das lassen wir mal in den Let's Play hier, sonst, also Let's Play jedenfalls sieht der voll jetzt mit mir bauen. Sind wir hier nur noch den befestigt. Ah, oh, scheiße, ich hab mich schon laufen hier jetzt runter. So viele Wege und Türe, also ist echt ein Labyrinth mein Haus inzwischen. Haben wir hier noch einen Sinn, was zu schmelzen ist. Ja, es geht noch. So, okay, da würde ich sagen, turn on. Ah, mehr geht nicht. Und Zementingpaste, ja. Uns fehlt dann Zementingpaste. Vielleicht reicht es noch für eine Kanone. Oder für einen Schuss. Nein, nicht mal das. Okay. Brauchen wir Zementingpaste. Okay, das heißt, wir werden jetzt, ich werde jetzt meinen Raptor schnappen. Oh, wir haben auch mehr Zementingpaste hier. Wir brauchen mehr Stein.
Moment, wir brauchen mehr Stein. Dödi, ich brauche ein bisschen Stein von dir. Ich überlege wirklich, ob wir mit dem Amatari sogar sammeln gehen, als mit dem Raptor. Weil wir so ein bisschen weiter kommen. Den Transporter. Dann können wir nämlich wirklich ein Chitin sammeln und uns die Käfer abgreifen. Oder die Skorpion wird sicher auch gehen. Ich glaube, das machen wir sogar. Dass wir jetzt auf Chitin. Ich habe echt die Gebäude viel, die Strukturen viel zu nah aneinander gebaut. Jedes Mal das falsche Ding erwische, hey, das ist echt ätzend. So, das Venti passt abgeben, dann will ich mal kurz das den Lehm hier einstellen. Lehm rein, so. Crystal kommen oben rein tun, okay. So, Kristalle rein, das Venti passt rein. So, turn on. Ein Schuss. Und 6 von denen. Die geben auch kaum EP, wenn ich das betrachte. Da passiert ja gar nichts. Echt gar nichts irgendwie. Erst für einen weiteren Schuss, aber uns fehlt wahrscheinlich ein Eisen inzwischen wieder. Ja, jetzt haben wir schon genug. Haben wir denn zu wenig? Obsidian kann auch nicht sein. Was fehlt uns für den Rockets? Moment mal. Wieso können wir keine bauen? Polymer, Zement, Crystals. Ja, Crystals haben wir. 40 Gunpowder brauche ich. Habe ich 58. Dann brauchen wir 10 Crystals pro Schuss, 10 Polymer, haben wir auch, und 12 Metallingots. Hä? Moment mal, ich bin schon beim Rocket-Profil, ja, bin ich. 20 Zementing-Passer pro Schuss, ah, das wird sein. Ja, Zementing-Passer, ich habe nichts gesagt. So, okay, dann auf zum Flieger. Die Axt brauchen wir ja für solche Sachen. Das sind Level Up, okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, dann haust du nochmal in Gewicht rein. Wir sind ein Lastesel. Ein Lastvogel. Ein Raptor. Na, schau mal hier. Ja, fliegt was. Na, komm schon. Ihr müsst euch Take Öl und dann draufhauen. Ich habe mich ein bisschen beeilt, nicht, dass der Raptor mich angegriffen hätte. Ja, in der Wüste soll es auch solche Würmer geben. Die soll man anscheinend erkennen, indem man sich irgendwie so ein strudelähnliches Ding sich näher bewegt. Was? Das ist gerade die Hitze. Okay, wir müssen unser Vorhaben abbrechen. Verdammt, wieso kommt jetzt gerade die Mega-Hitze? Ha. Wir haben Superheat, ja, Mega-Hitze. Ach du Scheiße. Ja, natürlich ist es unpraktisch. Das muss natürlich jetzt genau jetzt kommen. Na toll. Nehmen wir wieder mal in unserem Haus den. Ich denke, super Hitze. 58 Grad. Die spinnen doch, ey. 58 Grad. Okay, und wir haben ein bisschen was in Chitin geholt schon. Können wir gleich mal verwenden, um
was herzustellen. Öl haben wir auch noch. Da ist wieder was, irgendwelche Leute, die natürlich wieder rumschreien müssen. Logisch, wenn ich aufnehme. So. Mal kurz das Fenster ist geschlossen. Ja, ich würde sagen, ich werde dann nach dieser Folge mal offscreen weiterfarben, dass ich ein bisschen zu mehr Schüssen komme hier. Vielleicht so 10, 15 Schuss versuche ich hier zu farmen. Und dann werde ich mir dann versuchen, den Golem ja zu besiegen oder zu mal einen zu finden und dann auch zu plätten. Ich werde jetzt mal sehen, wie das klappen wird. Gut, so viel dazu. Ich kann gar nicht so viel machen. Wie kann ich raus? Das ist der Scheiß jetzt gerade. Wir können nicht raus. Dann sehe ich das Rezept wieder mal nicht. Ich frage mich echt, wieso, ob das wirklich Absicht ist. Wenn ja, wieso? Warum? Komm kurz aus der Tür raus. Puh. Schon einfach gammeln, ey. Holt mal aus der Tür kurz raus. So und so. Wir verlieren gerade Energie, ne? Wir verlieren Energie. Ach du Scheiße, ey. Weißt du, ich habe die ganzen Feuersachen an. Und trotzdem sterben wir an der Hitze. Also ich frage mich echt. Jetzt geht's wieder hoch, seht ihr? Aber ich war schon auf 150 unten gedroppt. Oh ja, und der Food geht auch unten. Schau mal den Food Pad an, jetzt wo ich mein Leben generiere. Ach du Scheiße. Hä? Mein Gewicht hat sich gerade verändert. Aber wahrscheinlich so etwas gespoilt. Sonst kann gar keinen Sinn. So. Könnt ihr hier mal so eine Pilz essen? Die haben extrem viel Food wieder zurück. So, wieder voll, okay. Gut, ich gehe trotzdem mal kurz hoch. Weil hier oben glühen. Ach du Scheiße. Ich habe echt das Gefühl, dass hier oben gekocht wird. So, ich höre mal auf mit der Folge bauen, schon bin ich wieder da. Okay, runter. Nein! Oh! Hier geht's runter. Ja, ich gehe jetzt ganz runter. Oh. Wie wir schon wieder Energie verloren haben. So was heftiger. So, hier geht's wieder. Schau mal. Wir sind schon wieder bei 160 unten gewesen. Ach du Kacke, ey. Das ist schon ein bisschen hart. Also die Mega-Hitze, das ist echt ein tolles Event. Das extrem auch lange anhält. Gut, ich weiß nicht, was das Problem ist. Vielleicht das Problem auch, ich habe gerade bei den Einstellungen eingestellt, dass die Tag länger geht. Dementsprechend gehen wahrscheinlich diese Perioden auch länger, wo irgendwas dann wütet. Das heißt, ich habe mir selber eigentlich ein Stück durch, ja, ein Stück gemacht, in dem Sinne. Was diese Mega-Hitze anbelangt. Die ist nur so grob, weil ich das so eingestellt habe. Okay. Ich dachte gerade, irgendwas jetzt hat. Nee, nix. Sind die Tanks halt voll hier? Warte, das will ich jetzt mal testen, wenn ich das hier davon trinke. Ach, kann ich noch direkt von da trinken? Ah, da muss ich natürlich zuerst wieder eine Wasseröffnung machen, okay.
Man kann ich so einen bauen? Wahrscheinlich nicht. Oh, warte mal, wir sind noch mehr jetzt, oder? Oh, nicht vorbei. Sehr gut, das heißt, wir können los. Dann schnappe ich uns einen Vogel auf dem Dach und dann können wir los. Ja gut, bis dann, dann fahre ich ein bisschen Chitin und mache Zementpaste und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich dann genug Rocket-Profile habe, um gegen den Golem zu kämpfen. Bis dann, tschüss.